Herzlich willkommen bei Jahreshoroskop 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Bariana, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Dieses Bild zeigt dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das bleibt so. Und zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wann du geboren bist, wo du geboren bist. Und das ist wie ein Momentaufnahme. Das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck und das ist dein Seelenplan. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, wo Energie fließt, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Und das ist deine Persönlichkeit, dein Aussehen, dein Auftreten, dann Werte, Wertschätzung, Finanzen, dann dein Zuhause oder ein Basis, ein Fundament in dein Leben, die Kinder und deine schöpferische Kraft, dann Thema Wandlung, Transformation und indirekt auch Finanzen, Reise und Spiritualität, deine Wünsche und Freundschaften, außerdem die Geheimnisse des Lebens und gleichzeitig hier auch eine Art Befreiung. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt. Was sich ändert, das bist du, weil du machst Lebensschritte, so nennt man das. Im 7-Jahren-Perioden. Alle 7 Jahren bewegen wir uns auf einen anderen Boden. Ich meine das jetzt energetisch. Andere Themen sind wichtig. Wir haben andere Begegnungen oder andere Lernaufgaben. Du befindest dich zurzeit im Widder-Periode. Und das dauert noch 3-4 Jahre, dann übergehst du in Stierperiode, dann wird ruhiger. In dieser Widderperiode hast du viele Neuigkeiten, neue Eindrücke oder Neuanfang oder Themen, was dich begeistert, lernst du auch dich behaupten, dich zum Wehren. Nicht nur du änderst dich, sondern die Position, die Planeten ändert sich auch, weil sie bewegen sich. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Mond macht auch Bewegung, Sonne auch, aber diese Art von Bewegung, was wir hier betrachten, ist eigentlich gar nicht die Sonnenbewegung, sondern die Bewegung unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und so sprechen wir auch. Und genau das schauen wir an. Diese Bewegung nennt man Transit. Und diese Transitbewegung löst etwas aus im Geburtshoroskop. Juni 2019. Uranus. Uranus bewegt sich im Widder. Nach indischen Berechnung bleibt noch einigen Jahren im Widder
und bringt dir Umbrüche, Veränderungen, sorgt für unerwartete Ereignisse, ungewöhnlichen Begegnungen. Uranus ist hier im Widder. Aktiviert Widder-Themen, und das sind neue Eindrücke oder Neuanfang, Veränderungen und auch die siebten Lebensbereich ist Uranus wirksam. Das heißt, es kommt Veränderungen in Liebe, Partnerschaft. Venus bewegt sich auch immer wieder. Venus bewegt sich relativ schnell, bleibt nicht so lange in ein Tierkreiszeichen. Merkur auch nicht, aber wirkt auch. Venus aktiviert bei dir hier Thema Liebe, Partnerschaft, hier im siebten Lebensbereich. Venus hat aber auch anderen Eigenschaften, und das ist Kunst, Kreativität. Und bei dieser Art von Bewegung kann auch anderen Frau sein oder anderen Frauen jetzt hier im siebten Lebensbereich nicht, weil hier zeigt sich Venus als Liebe, aber bei den anderen Lebensbereichen kann bedeuten dieser Venus-Einfluss Kontakt zum anderen Frauen. Sonne zeigt die Monatsthemen. Sonne befindet sich Anfang Juni noch im Stier, dann übergeht in die Zwillinge. Aber ich setze Sonne hier im Stier. Ich nehme mal die Mondknoten raus, weil diese Karte brauche ich. Ich setze Sonne hier. Das ist ein Monatsthema jetzt gerade Anfang Juni. Und das bedeutet, um die Finanzen kümmern, dann eine Art Transformation, lernen, loslassen und lernen, nicht immer alles festhalten zu wollen und auf die Gefühle achten. Ich nehme diese aufsteigende Mondknoten auch raus von Geburtshoroskop, weil ich brauche dann die Karten. Mars ist die Kraft. Mit dieser Kraft können wir uns bewegen. Natürlich bedeutet auch Bewegung wie Sport oder Autos, aber bedeutet auch die Mars-Energie uns behaupten, uns durchsetzen im Leben. Mars ist eine männliche Energie und bedeutet auch die Männer. Im Geburtshoroskop ist das der Partner. Bei dieser Transitbewegung kann aber anderen Mann oder Männer sein, wie eine nette Kollege oder ein Nachbar oder jemand von Verwandten oder eine Beamte. Also das kann eine andere männliche Person auch sein. Mars bewegt sich gerade in Zwillingen. Wenn das um deine Kraft geht, dann heißt, du setzt deine Kraft ein für viele Dinge, du lernst auch gerade etwas oder hast Verbindung zum Ausland. Möglich ist es auch, dass du in die spirituelle Richtung dich einsetzt. Wenn das eine männliche Person ist, dann heißt Kontakt mit ein oder mehreren männlichen Personen von Ausland. Jupiter. Jupiter vergrößert grundsätzlich etwas. Jupiter vermehrt etwas. Bringt auch in unserem Leben Chancen, Möglichkeiten. Jupiter ist die große Glücksplanet. Jupiter vertritt aber auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück. Das ist ein Gesetz. Und das
vermittelt Jupiter. Jupiter öffnet aber auch die Augen um die Ungerechtigkeiten. Jupiter ist auch die Weisheit. Die Weisheit, die größeren Zusammenhänge des Lebens zu verstehen. Jupiter bewegt sich hier in Skorpion. Jupiter ist gerade rückläufig, das bremst. Wenn das darum geht, dass du möchtest gerade deine Finanzen vermehren, Jupiter bringt grundsätzlich Glück. Aber diese Rückläufigkeit bremst, das heißt, du sollst, solange bis Jupiter rückläufig ist, das Geld zurückhalten. Oder du sollst noch etwas überprüfen, Buchhaltung oder Verträge. Saturn, Pluto und Ketu bewegen sich im Schütze. Saturn ist der Planet der Schicksal. Bei einem Saturn-Einfluss haben wir immer schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Begegnungen, schicksalhafte Entscheidungen. Saturn hütet den Karma, kennt diese Geheimnisse. Das, was Jupiter vermittelt, die göttlichen Gesetze, Ursache und Wirkung, setzt Saturn in Tat um. Also hat Saturn auch mit Karma etwas zu tun. Saturn ist gerade rückläufig und diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder bremst noch etwas bei schicksalhaften Veränderungen, weil das noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Saturn ist auch die Gott der Zeit, Kronos. Und zeigt auch karmischen Themen und bei Rückläufigkeit ist es immer Vergangenheit. Pluto ist auch rückläufig, auch hier im Schütze. Pluto hat andere Eigenschaften. Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen. Alles andere ist uninteressant. Verabschiede, was deine Energie, deine Kraft, deine Zeit raubt. Und bleib in deiner inneren Kraft. Alles oder nichts. Das ist die Pluto-Energie. Ketu, der Drachenkörper, dieser absteigende Mondknoten, bewegt sich auch im Schütze. Und interessant ist auch, dass Saturn und Pluto gerade genau auf diesem Knoten ist. Und sie wirken zusammen. Und nicht nur das, sondern sie haben gerade einen Einfluss von Nun Chi. Nun Chi ist ein ganz hellen Stern im Himmel und wurde bei Assyrer verehrt. Später haben die Babylonier das auch übernommen. Aber kommt von Assyrer. Und die Assyrer beschreiben als heiliger Ort. Ich könnte für unsere Zeit das so rüberbringen, ein Kraftort. Und hier hast du die Schule des Lebens, dich zu behaupten und das auch vermitteln, also dich wehren. Nicht alles dulden, all das, was dich stört oder kränkt. Und ein Kraftort, wo du sagst, es ist so mein Platz, weil hier finde ich meine Ruhe oder hier spüre ich die göttliche Energie oder ich bin in Natur und kann ich da so mit Energie mich aufladen, das stärkt dich. Das kann auch Ausland sein, weil Schütze steht in Verbindung zum Ausland. Und wenn hier alte Karma im Spiel ist und durch Nunki-Einfluss ein Ort,
kann bei vielen Menschen gerade passieren, dass sie irgendwo sind, vielleicht im Urlaub, und sie haben das Gefühl, ah, da war ich schon mal, kommt mir alles so bekannt vor. Neptun lässt die Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Neptun bewegt sich hier im Wassermann. Durch die Wassermann-Energie ist der Ideenreichtum, die Fantasie ist grenzenlos. Aber verwirklichen kannst du dann deine Träume, wenn du daran glaubst, und spielerisch. Wir sind hier im Bereich bei Kindern. Merkur ist auch im Stier. Und das kann auslösen, dass du Termine hast mit Ämtern oder du musst einen Vertrag unterschreiben. Dann habe ich noch Rahu, dieser Drachenkopf. Und das ist der Weg, was die Seele gerade braucht, die Neuigkeiten, einen neuen Weg zum Gehen. Und das ist hier in den Zwillingen im Bereich Ausland. Die beiden Mondknoten bleiben im Schütze und in den Zwillingen dieses Jahr und 2020 auch noch, also ziemlich lange. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Eine Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist, hat auch einen Sinn, weil das noch nicht der richtige Zeitpunkt ist zum Handeln. Oder wir sollen nachdenklich sein, vielleicht kommt noch was Besseres. Oder sollen wir etwas überprüfen. Oft hat diese Rückläufigkeit mit Vergangenheit was zu tun, dann kommen die Erinnerungen. Oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit und haben wieder die Verbindung. Neptun ist hier rückläufig. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond, die beiden Lichter, in Spannung sind. Und diese Spannung spüren wir. Wir verlieren den inneren Gleichgewicht oder löst Unsicherheit aus oder Nervosität. Und das erlebst du hier im Löwe. Das heißt, entweder hast du Wünsche und du zweifelst daran oder jemand sagt, ach, vergiss es, das wird sowieso nicht und löst Unsicherheiten aus. Oder hast du Spannung in einer Gruppe oder Spannung mit Freunden. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Vollmond bedeutet, das wird beleuchtet. Skorpion-Thema wird beleuchtet und die Lebensbereich, wo Skorpion befindet. Und das hast du hier in den zweiten Lebensbereich. Es handelt sich um die Werte und Finanzen. Genau hinschauen, das überprüfen. 25. Juni ist Halbmond in Fischen, da ist wieder Spannung im Alltag oder im Arbeit. Juli Sonne und Venus ist in Zwillingen. Monatsthema ist die Zwillingsthema, die Leichtigkeit, die spielerische Art oder die Verbindung zum Kinder, neugierig zu sein, etwas entdecken in vertrauten Umgebung. Aber hier bei dir kommt noch Ausland auch noch dazu. Das verbreitet sich auch in die Weite. Oder die Spiritualität. Venus heißt entweder Liebe im Ausland oder Kontakte zu einer Frau. Und das hat auch mit Ausland was zu tun oder in spirituellen Richtung.
Mars und Merkur ist im Krebs. Bei Mars-Energie handelt es sich um deine Kraft, dass du etwas in Bewegung setzt oder eine männliche Person. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Handlungen oder Gesprächen, Terminen, Verträgen. Entweder betrifft deine familiäre Situation, das wäre die Krebsenergie, oder die berufliche Situation, weil die 10. Lebensbereich hat mit Berufung was zu tun. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Entweder die Verträge muss noch etwas überprüfen oder ein Termin wird abgesagt oder du sollst das in einem späteren Zeitpunkt wahrnehmen. Möglich ist auch, dass plötzlich meldet sich jemand von Vergangenheit und du kennst im beruflichen Umfeld oder in Öffentlichkeit. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, die Licht in unserem Inneren suchen, aber auch finden und das hier in Zwillingen. Nachdenken oder mal die Frage stellen, wohin geht die Reise? Ein Lebensplan oder Plan nach über einen Urlaub oder Reisen oder Ausland. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Halbmond ist immer Spannung. Es kann sein, dass in deiner Umgebung sind alle hektisch und es wäre gut, wenn du da zurückziehst und bewahrst die Ruhe. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Ein Mondfinsternis hat immer mit Karma was zu tun. Und hier löst es aus und es ist ein Vollmond. Das wird etwas sichtbar oder das macht uns nachdenklich, etwas zu erkennen. Und das sind schon karmische Themen. 25. Juli ist Halbmond in Fischen, Spannung in die Arbeit. August. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Mars und Venus sind die beiden Liebesplaneten. Das kann natürlich um die Liebepartnerschaft handeln. Dazu kommen noch Themen dazu, wie die Krebs-Eigenschaft, das auch zeigt, familiären Themen oder Familien gründen, ein Zuhause haben, ein gewisser Rückzug. Und Sonne beläutet dieselben Themen, aber das alles hat auch mit deiner Berufung was zu tun oder mit deinen Zielen was zu tun. Kann natürlich auch bedeuten, dass Venus ist deine Kreativität oder eine Frau und Mars ist deine Kraft oder eine männliche Person. Und begegnest du im beruflichen Umfeld. Merkur ist in Zwillingen, Merkur ist rückläufig, also diese Rückläufigkeit führte dazu, dass Merkur zurückkehrte in die Zwillinge und es sind Gespräche im Ausland oder Fremdsprachen oder Bildung oder Spiritualität. Etwas Neues lernen. 12. August wird Jupiter direktläufig und wirkt auf deine Finanzen. Ab diesem Tag hast du Glück in die Finanzen, weil Jupiter ist die große Glücksplanet und vermehrt etwas. Natürlich auch beachten, dass wir Geld immer wieder mal ausgeben. Und da kann Jupiter auch wirken, dass wir etwas übertreiben. In dieser Zeit neigen wir dazu, etwas zu übertreiben. Also beide Seiten betrachten, Einnahme
und Ausgabe. Beide Richtungen kann Jupiter was vermehren. 12. August wird Uranus rückläufig. Hier immer wieder, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, etwas Neues starten. Oder ändert sich etwas in die Liebe, Partnerschaften, das hat mit Vergangenheit was zu tun. 1. August ist Neumond im Krebs, das heißt zurück von Öffentlichkeit. Oder nachdenklich sein, welche Ziele hast, wie kannst du das erreichen, wo liegt deine Berufung, was möchtest du veröffentlichen und auch familiären Themen. 7. August ist Halbmond im Waage. Du hast Waage Aszendent und das bedeutet Unsicherheit oder Einflüsse von außen, was dich aus der Ruhe bringt. Aber versuch in diesem Tag den inneren Gleichgewicht bewahren. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Beleuchtet die Thema deine Wohnsituation oder deine Herkunft. Und das sollte man einen Vollmondtag da genau hinschauen. Bei Steinbock gibt auch noch Themen wie Ziele, hohe Ideale, das zum Erreichen. 23. August ist Halbmond im Widder, Spannung, entweder bei Neuanfang, diese Unsicherheit, oh, soll ich nicht, oder die Unsicherheit in die Liebe, Partnerschaft oder Spannung mit dem Partner. 30. August ist Neumond im Löwe, hier, und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist ein königlicher Stern, der Stern der Könige, das ist der Herz der Löwen und aktiviert Herzensangelegenheiten. Und bei Neumond, Rückzug, Nachdenklichkeit, was ist das genau? Herzöffnung, genau. Oder Meditation, beides zusammen. September. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Monatsthema ist dein Selbst, deine Selbstdarstellung, das ist alles Löwenthemen, dein Herz steht auch mit Löwe in Verbindung, dein Augen öffnen steht auch mit Löwe in Verbindung. Und dazu noch die Themen von 11. Lebensbereich, deine Wünsche, deine Sehnsüchte oder Freundschaften. 19. September wird Saturn direktläufig und das muss ich betonen, weil Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Bis dahin ist rückläufig, das bremst. Und dann ab 19. September dreht sich die Richtung und geht es voran und das spüren wir alle durch hier im 3. Lebensbereich, wo um Wissen handelt oder Schulungen, Seminaren oder der Schule des Lebens, dich zu behaupten, dich zum Durchsetzen oder Kontakt zum Verwandten. Bei Schütze kommt noch dazu Ausland oder Sport, Bewegung. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Halbmond ist Spannung, also auf dem Geld achten. 14. September ist Vollmond im Wassermann, Thema Kinder, Lebensfreude, Kreativität wird beleuchtet, genau da hinschauen. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung mit Ämtern oder in eine erbschaftliche Situation oder du sollst was loslassen, neigst du aber dazu festzuhalten. 28. September ist Neumond im Löwe, Rückzug, Nachdenklichkeit über deine Wünsche oder Nachdenklichkeit über die Freunde. Wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen? Oktober.
Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Bei Mars, Venus kann das um die Liebe handeln, das sind die beiden Liebesplaneten. Und hier im 12. Bereich ist das entweder karmisch oder das ist alles im Geheimen. Aber Achtung, Sonne ist auch da. Ist zwar die Monatsthema, aber Sonne bringt alles ins Licht. Wenn du deine Geheimnisse hast, dann lieber schweigen, weil das wird weiter getratscht und kommt ins Licht. Merkur ist im Waage und das bedeutet entweder jugendlichen Aussehen, Ausstrahlung. Hier dein Aszendent hat einen Einfluss auf dein Aussehen oder mehr Gesprächen, Kontakte. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Halbmond ist Spannung hier im Schütze. Spannung mit Verwandten oder in deiner vertrauten Umgebung oder in deinen Schulungen oder über Medien, Internet. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Vollmond beleuchtet die Thematik und das ist hier dein Alltag, deine Arbeit. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, Spannung mit Reisen oder Auslandskontakte. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, das ist hier dann Rückzug. November Mars bleibt noch im Jungfrau und das kann bedeuten, dass du kraftlos fühlst und brauchst du den Rückzug, die Ruhe, dass du wieder deine Kraft verspürst. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person erzählt seine Geheimnisse oder du hast deine Geheimnisse und hat mit diesem Mann etwas zu tun. Hier im 12. Lebensbereich sind auch die Feinde. Und das kann auch bedeuten, dass du Neider hast oder jemand greift dich an, wie auch immer, und du brauchst diese Kraft, dich durchsetzen. Sonne ist im Waage. Monatsthema ist Gerechtigkeit, inneren Gleichgewicht, Harmonie, Kunst, Kreativität, auch Partnerschaft und du selbst. Das ist dein Aszendent. Und Merkur-Venus ist im Skorpion und das kann bedeuten, dass du hier einen Vertrag unterschreibst mit einer Frau, hat mit Finanzen etwas zu tun oder du bist kreativ und durch deine Kreativität kommt Geld rein und hier sind die Verhandlungen, Gespräche oder Vertrag. Kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge oder für ein Buch, für Bildung. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November ist Merkur dann direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig hier. Und das heißt, deine Träume kannst du verwirklichen. Endlich geht alles voran. All das, was du so vorstellst, wenn du das auch glaubst, deine Kreativität kannst du im Tat umsetzen. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Halbmond ist Spannung. Entweder in deiner Umgebung spürst du diese Spannung und ziehst du zurück und bleibst zu Hause. Oder hast du zu Hause kleine Reparatur oder Spannung? 12. November ist Vollmond im Widder. Thema Neuanfang oder Thema Partnerschaft wird beleuchtet. Genau dahin schauen. 19. November ist Halbmond im Krebs. Hier oben. Das kann bedeuten, dass du in diesem Tag das Gefühl hast, dass du übersehen bist oder jemand verletzt dich und du ziehst dich zurück.
26. November ist Neumond im Waage. Rückzug, Nachdenklichkeit von deiner Seite aus. Dezember. Mars und Merkur ist im Waage. Und das kann bedeuten, dass du Sport machst und achtest auf dein jugendlichen Aussehen. Kann auch bedeuten, dass du Gespräche hast mit einer männlichen Person und das hat mit deinem persönlichen Umfeld was zu tun. Oder dieser Mann wirkt auf deine Persönlichkeit oder sogar dein Aussehen. Sonne ist im Skorpion, Monatsthema ist die Transformation und Werten, Finanzen. Jupiter übergeht in Schütze und bleibt etwa ein Jahr im Schütze und Venus ist jetzt auch im Schütze und hier hast du jetzt endlich Glück. Jupiter ist die große Glücksplanet, Venus ist die kleine Glücksplanet. Aber kann auch bedeuten, dass du mehr Kontakte hast mit weiblichen Personen. Das kann jemand von Familie sein oder eine oder mehreren Frauen in einer Schulung. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Spannung mit Kindern oder kommen die Erinnerungen, bringt dich aus der Ruhe. Kann auch bedeuten, du möchtest die Lebensfreude leben, den Tag genießen und dann kommen Einflüsse von außen, das schränkt dich ein, das ist alles so streng. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Thema Werte, Finanzen sind beleuchtet. Außerdem kommen die Ämter dazu oder Erbschaft oder Transformation. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, das erlebst du hier. Das sind deine Wünsche in diesem Tag, zweifelst daran oder sollst du nachdenklich sein, mit wem kontaktierst du. Es kann passieren, dass jemand dann sagt, ja vergiss es, das wird sowieso nicht. Und dann kommt die Zweifel oder Spannung in eine Gruppe oder in Freundeskreis. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Das ist mehr Rückzug von Familie, von Medien, von Internet, aber bedeutet auch Nachdenklichkeit. Welche Wissen sollst du vermitteln oder in welche Schulungen, welche Seminare sollst du anmelden? Januar 2020. Mars ist im Skorpion und das bedeutet, dass du setzt dich ein für deine Werte und verlangst Wertschätzung oder kümmerst um die Finanzen oder eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Finanzen. Sonne Merkur ist im Schütze, also Monatsthema ist hier Schulungen, Internetverbindungen, Wissen, Austausch von Wissen, Wissen vermitteln oder Wissen aneignen, ein Austausch von Informationen. Und Venus hast du im Steinbock. Das kann bedeuten, dass eine Frau dich besucht zu Hause oder du verschönerst etwas zu Hause. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist, dass du die Sicherheit, Stabilität verspürst, ein fester Boden unter deinen Füßen. Du brauchst diese Basis, dieses Fundament oder ein Zuhause. Und Merkur-Venus ist in Wassermann.
Hier kommen Gespräche, Kontakte zum Kinder, Jugendliche oder bist Kreativität oder lebst du die Liebe und genießt du diese Lebensfreude. März 2020. Saturn und Pluto verabschiedet von Schütze und übergeht im Steinbock und die bleiben ziemlich lange im Steinbock, einigen Jahren. Mars übergeht im Schütze. Hier setzt du dich ein gegen Konkurrenten, hier musst du dich behaupten, das ist die Schule des Lebens. Oder in deiner vertrauten Umgebung hast du Begegnung mit einer männlichen Person oder mit Schütze-Energie, kann bedeuten, dass du planst eine Reise oder machst Sport. Und Sonne ist in Wassermann. Und Venus übergeht in Fische und dann übergeht im Widder. Also zwischen den beiden Tierkreiszeichen wird die Venus-Energie. Venus bewegt sich auch relativ schnell. Also Monatsthemen sind die Kinder oder deine Kreativität. Und Venus zeigt Neuanfang oder wirkt auf deine liebe Partnerschaft. April 2020. Mars übergeht im Steinbock und das heißt, du setzt deine Kraft ein für dein Zuhause. Oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person, weil dieser Mann besucht dich, oder hast einen Handwerker im Haus, ist auch möglich. Sonne und Merkur ist in Fischen. Monatsthema ist dein Alltag oder Arbeit, eventuell Gesundheit. Hier hast du Gespräche oder Termine. Und Venus ist im Stier. Und das ist wichtig, dass du zu deinen Werten stehst, auch als Frau. Hier kommt die Transformation. Achter Lebensbereich hat auch mit Sexualität auch was zu tun. Oder hast du Termine mit Ämtern und die Verbindung mit einer Frau, handelt sich um Verträge und Finanzen, ist auch möglich. Und Mai 2020, Sonne und Merkur ist im Widder. Monatsthema ist entweder ein Neuanfang oder Liebe, Partnerschaft. Mars bleibt im Steinbock. Und Venus übergeht in Zwillingen. Und das heißt, entweder machst du eine Reise und das tut dir gut, du genießt es auch, oder hast du die Liebe im Ausland oder ein Liebesurlaub, kann auch bedeuten, dass du kreativ bist und bist aktiv in einem spirituellen Bereich und hast mit einer oder mehreren Frauen hier Verbindung. Liebe Mariana, so könnte ich dein Jahr beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe von Dendera.